Hallo meine Freunde, in dem heutigen Video dreht sich alles rund um den Trenchcoat. Das ist meine Lieblingsdisziplin in der Mode, weil der Trenchcoat nämlich ein wirklicher Klassiker ist und tatsächlich für alle möglichen Lebensstile geeignet ist. Wir reden heute darüber, für welche Figur welcher Schnitt am besten passt. Also so ein bisschen gehen wir auf die Details ein, auf die Schultern, auf die Knöpfe, Doppelreihe, Einreiher, Schnürung, also Gürtel und so weiter, Länge der Trenchcoats und aber auch gleichzeitig auf die Art Lebensstil. Denn es geht nicht nur darum, ob der Trenchcoat zu der Figur passt. Das ist natürlich auch ein Merkmal oder eine Sache, die wichtig sein kann. Aber definitiv der Lebensstil. Ist man mehr der sportliche Typ, der viel in Bewegung ist? Oder ist man mehr der, ich sag mal, der klassische Typ, der Taxi fährt? Einfach nur mal so, um zwei Schubladen aufzumachen, okay? Aber nicht so ernst, okay? Ich habe hier unterschiedliche Preisklassen und die möchte ich ganz gerne durchgehen heute. Und starten wir einfach mal, oder? Und starten wollte ich tatsächlich ganz gerne mit dem teuersten Modell, einfach weil ich super neugierig war und ihn ganz gerne zu den anderen vergleichen wollte. Was hat dieses Modell zu bieten? Wie weit kommt man damit? Wem steht dieses Modell? Und dieses Modell ist von der Firma Bogner. Sie machen richtig interessante Mäntel. Also ich finde persönlich, dass die Schnitte sehr, sehr spannend sind. Mehr so auf der sportlichen Seite. Dieses Modell, ich ziehe es mal ganz kurz über, könnt ihr wahrscheinlich schon sehen, ist ziemlich weit geschnitten. Und ich habe übrigens alle Trenchcoats, die ich hier habe, in der Größe S oder der Größe 36. Also recht klein, weil ich nur 1,60 groß bin. Und ihr werdet wahrscheinlich ziemlich schnell merken, dass ich in den Modellen, selbst bei Größe S, ziemlich schnell anfange zu schwimmen, weil sie doch immer noch ziemlich groß sind. Aber es kommt darauf an, was für ein Modell man hat. Dieses Modell ist tatsächlich am besten geeignet für alle Haartypen, also auch die, die durchaus auch ein bisschen Bauch haben. O plus X, ich persönlich bin ja ein O plus X, und aber auch die V-Figurtypen, für die finde ich das sehr spannend. Gerade weil das die etwas geradlinigen Typen sind, die auch ein bisschen mehr Sportlichkeit in ihrer eigenen Linienführung haben. Und da einfach so ein Raglanärmel, der sportlich geschnitten ist, eine ziemlich coole Sache ist. Wahrscheinlich könnt ihr das hier schon erkennen, dass der Raglanärmel hier gar nicht so passgenau geschnitten ist, und das ist auch Sinn der Sache. Denn je weiter man damit runterkommt, also je runder diese Rundung beim Raglanärmel ist, desto weniger Platz hat man hier unten und desto weniger Bewegungsfreiheit hat man dann noch da. Deshalb hat man hier das ziemlich weit unten angeschnitten, schon auf Höhe der Taille, und hat hier ziemlich viel Stoff. Also es ist ein sehr, sehr lockerer Mantel, der sehr sportlich geschnitten ist. Man kann immer noch ziemlich gut auf dem Fahrrad drauf sitzen, im Regen sich so ein bisschen schützen. Also ziemlich funktional auch, finde ich. Und was ich sehr, sehr schön finde, sind die Ärmel, die hier an dieser Stelle hier ein bisschen enger gestellt werden können. Man hat so ein bisschen Raffung dann hier an dieser Stelle. Klasse. Ich habe ihn jetzt ziemlich schmal gebunden. Wenn ich ihn jetzt knöpfen würde, wäre er mir viel zu weit. Das ist so ein bisschen dieser Spielraum für die unterschiedlichen Gewichtsgruppen, die man halt so hat, weil jede Frau hat ja unterschiedliches Gewicht. Und eine andere Figur, aber an sich fand ich diesen Mantel sehr, sehr spannend, gerade weil Raglan auch. Wir haben hier einen Einreiher, das heißt für all diejenigen, die ganz gerne auf Doppelreiher verzichten möchten, weil Doppelreiher bei einigen Figurtypen ein bisschen auftragen können und viele Frauen das nicht so mögen. Hier haben wir zumindest einen Einreiher und dann kann man immer noch, ich habe glaube ich eine Schlaufe ausgelassen, immer noch auch nochmal schnüren. Aber ihr seht, man hat dann hier tatsächlich ein bisschen mehr Weite, wenn man es nicht wie ein Bademantel so ein bisschen enger stellen kann. Dann, wenn wir den Mantel aufmachen und mal reingucken, dann sehen wir, er ist nur bis zur Hälfte oder nicht mal bis zur Hälfte gefüttert. Wir haben halt also den Schulterbereich gefüttert, die Ärmel sind gefüttert, aber ab da ist es offen. Das heißt, ein sehr leichter Mantel, der jetzt nicht für die super, super kalten Tage geeignet ist, sondern wirklich für die etwas leichteren Tage, wo nur so ein bisschen Wind weht. Dafür haben wir hier eine ziemlich schöne Innenverarbeitung. Also man sieht richtig, dass alle Nähte schön verarbeitet sind, sogar auch schick verarbeitet sind mit ein paar Kontrastnähten. Das finde ich ziemlich cool. Hier wurde alles eingefasst, also es schlabbert nichts rum, nichts hängt irgendwie da, wo es nicht soll. Also es ist schon klasse gemacht, auch
erwartungsgemäß bei dem Preis, finde ich. Und weil der Stoff ein sehr glatter Stoff ist, ihr hört es vielleicht auch gerade so ein bisschen im Mikro, wird der auch nicht an den Beinen hängen bleiben. Also ich habe ja immer eine große Kritik an Mäntel, die innen drinne nicht gefüttert sind oder nur zur Hälfte gefüttert sind, auch gerade bei der Wolle. Die bleibt hängen an der Kleidung und dann ist das ein ziemlich ätzendes Gefühl und dann irgendwie sieht das Ganze auch nicht so cool aus. Aber hier, weil der Stoff bei dem Trench glatt ist, ist das kein Problem, dass er nur zur Hälfte gefüttert ist. Dann kommen wir zu der Länge. Dieser Mantel, der ist für etwas größere Frauen gut gedacht, aber auch für die kleineren, ich bin ja nur 1,60, für die ist das ein Mantel, der gut auch zu unterschiedlichen Rocklängen passen könnte. Das finde ich sehr spannend, gerade weil wir hier auch unter der Wade landen mit meinen 1,60. Je größer man ist, desto weiter oben wird ja dann die Saumlänge landen. Aber so ein langer Trenchcoat ist ja schon echt eine klasse Sache, gerade wenn man durch Wind und Wetter durch möchte, ne? Okay, ein Schlitz ist nicht vorhanden, auch kein Seitenschlitz, finde ich jetzt hier nicht so dramatisch. Die Farbe finde ich sehr schön, ist ein bisschen mehr auf der wärmeren Seite. Und wie gesagt, die Kapuze ist eine sehr spannende Sache. Die lässt sich auch abnehmen, da hat man praktisch einen ganz normalen Trenchcoat. Dann dachte ich, könnte man auch einen Wollmantel mit hinzufügen oder eins, das so ein bisschen an einen Trench erinnert. Denn es gibt ja auch so typische Wollmäntel oder aber auch Wollmäntel, die sozusagen einen Trenchcoat-Charakter haben. Und das wollte ich auch noch mit einfügen. Das ist auch ein Raglanärmel, der aber ein bisschen steiler geschnitten ist und ein bisschen passgenauer an der Schulter auffliegt. Ihr seht, ich gehe auch in diesem Mantel recht gut unter. Ja. Was mir sofort aufgefallen ist, der Gürtel, der lässt sich ja hier ganz normal gürteln. Das mache ich jetzt mal nicht, weil es einfach zu lange dauert. Ich werde ihn jetzt einfach mal ein bisschen binden. Was mir sofort bei diesem Mantel aufgefallen ist, ist die Taillenposition. Es ist Größe S oder 36. 36. Auch ein Mantel, der, bei dem ich das Gefühl habe, ich gehe so ein bisschen unter, weil wir hier so viel Stoff haben und so viel Masse an mir selber. Aber die Taillenposition für 36 ist ziemlich weit oben. Also ist es tatsächlich doch auch für die kleineren Frauen eine gute Sache oder für die Frauen, die ganz gerne die Taille ein bisschen weiter oben angesetzt haben möchten, weil es denen für die Optik einfach ganz gut gefällt. Und was ich vorhin ja angedeutet habe, ist ja diese Rundung an der Schulter vom Raglan. Das ist ja auch ein Raglan-Schnitt und ihr seht sofort, dass bei diesem Schnitt etwas weniger Bewegungsfreiheit da ist als bei dem zuvor. Entsprechend auch ein kleines bisschen weniger Stoff, der sich hier bauscht. Einfach nur eine Sache, die man berücksichtigen sollte beim Kauf. Mag man das nicht? Möchte man diese Bewegungsfreiheit haben? Ich für meinen Teil würde es immer noch schaffen, Fahrrad drauf zu fahren, wobei ich auch nicht weiß, ob man mit so einem hellen Trenchcoat aus Wolle unbedingt Fahrrad fahren würde. Ich glaube, das ist die Art Mantel, die man benutzen würde für einen schickeren Anlass zum Ausgehen oder wenn man irgendwie nicht super vorsichtig sein muss. Der Stoff an sich ist ziemlich weich und wie gesagt, hier passgenauer, hier sammelt sich nicht so viel. Auch die Passe hier an dieser Stelle ist recht klein gehalten und auch recht weit oben angesetzt. Wir haben hier einen Doppelreiher, der bei manchen Frauen auftragen könnte. Muss man so ein bisschen gucken, ob man das mag. Hinten total schön, wie diese Raffung verläuft, weil sie einfach einen sehr schönen weiblichen Look ergibt, finde ich. Und das spricht für mich auch wieder sowas, so ein erhabener Stil, sowas in die Richtung sehr weiblich, man möchte irgendwie einfach zart abends unterwegs sein. So ein bisschen die Vibes, die kriege ich mit diesem Mantel. Die Schnalle spricht dafür. Einfach fein gemacht. Okay, dieser Mantel, der ist ja aus Wolle, der ist gar nicht gefüttert, dafür aber gut verarbeitet im Inneren. Das ist die Art Wollmantel, von dem ich dann gesprochen habe, dass der dann ganz gerne mal so an der Jeans hängen bleibt. Und dann hat man irgendwie einen komischen Stofffall, den ich nicht besonders mag. Aber wie gesagt, dafür im Inneren gut verarbeitet. Hier ist alles sauber abgeschlossen, die Nähte sitzen sauber. Auch hier die Tasche wieder mit eingespannt, dass sie halt nicht auf halb acht hängt. Und der ganze Rest, der passt auch. Also ich muss sagen, sehr, sehr schön, trotzdem im Inneren verarbeitet. Haben wir einen Schlitz.
Okay. Einen Schlitz haben wir auch nicht, weder Seitenschlitz noch hinten ein Schlitz. Kann man mögen, muss man nicht. Ist eine Geschmackssache. Auf jeden Fall ein Mantel, den ich hier auch wieder mehr so in die Kategorie geradliniger Typ, V, alle V-Typen, auch die mit Bauch und auch alle H-Typen, auch die mit Bauch empfehlen würde. Und dann vielleicht noch den X, also die Sanduhrfigur. Die würde auch sehr, sehr schön mit dieser sehr sanften Linienführung spielen können. Alle anderen werden sich wahrscheinlich schwer tun mit dem Raglan oder mit dieser sehr sanften Schulter. Gerade diejenigen, die eine Birnenfigur haben, die werden wahrscheinlich hier ein bisschen zu viel sanfte Linienführung haben und das Gefühl haben, dass man nur noch wie ein Sack angezogen ist. Weil die brauchen ein kleines bisschen mehr Struktur und dazu komme ich gleich noch. Dann habe ich zwei unterschiedliche Mäntel, die werde ich auch gleich nacheinander anprobieren, die extrem spannend miteinander zu vergleichen sind. Denn der eine Mantel, der ist von der Länge her recht kurz, hat sehr ähnliche Features, sage ich mal, wie der nächste Mantel. Wir haben hier kein Raglan mehr, wir haben hier eine passgenaue Schulter, wir haben hier auch eine Schulterklappe mit, gut, hier ist keine Passe dabei, hier vorne auch nicht. Gürtel, eine relativ kurze Länge und trotzdem sind diese feinen Details jetzt ausschlaggebend, dass der eine Mantel durchweg allen Figurtypen steht und dieser hier nur vielleicht dem H, den H plus X, also so mehr so Richtung Sanduhrfigur, sowas in die Richtung. Nicht mal mehr V, weil V einfach zu breite Schultern für diese kurze Länge hat, wie ich das empfinde. Ich ziehe den Mantel einfach mal an, das ist der von Ralph Lauren. Der ist ein bisschen spezieller. Der Stoff ist ein bisschen leichter. Es ist ein ziemlich knackiger, sehr dünner, sehr leichter Stoff, der schon von dem Sitz her recht angenehm ist. Wir haben hier einen Doppelreiher. Ich knöpfe ihn mal zu. Auch hier wieder einen recht dünnen Gürtel. Ärmelschnallen haben wir hier auch. An sich ein sehr unkomplizierter Schnitt, gegen den man so eigentlich auch gar nichts sagen kann. Ein ziemlich cooler Mantel, der leicht ist, der wirklich auch gerade so für diese sportlichen Typen geeignet ist, die viel auf dem Fahrrad unterwegs sind oder die nicht ganz so viel aufpassen müssen in ihrem Alltag, wenn sie draußen unterwegs sind, dass irgendwas dreckig wird, dass sie irgendwie, ja weiß ich nicht, mit Kind unterwegs sind oder sowas. Für die ist diese Art Mantel Gold wert, vor allem weil der Stoff auch sehr leicht ist. Also die beiden Mäntel zuvor, man hat richtig gemerkt, dass man auch ein bisschen Gewicht mit sich trägt. Und bei diesem Mantel nicht, der ist ultra leicht, also sehr, sehr wendig auch irgendwie. Aber für Figurtypen A, A mit Bauch, Figurtyp X, Figurtyp O und so weiter, ist der einfach ein bisschen zu kurz. Dieser Mantel, mit dem ich den jetzt hier gerade vergleiche, der hat gute 8 cm mehr Länge und schon wird das Ganze viel einfacher zu kombinieren und gleicht die Proportion ein bisschen aus. Ihr wisst ja, dass ich kein großer Freund davon bin, zu sagen, nur weil man jetzt eine breite Hüfte hat, muss man jetzt unbedingt die Schultern ausgleichen etc. Aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass man ein bisschen mehr Harmonie und ein bisschen mehr Balance in der Körperlinienführung schaffen kann, wenn man einfach ein Kleidungsstück wählt, das ein Tucken länger geschnitten ist, wo man ein bisschen mehr Länge hat und schon wirkt das Ganze ein bisschen stimmiger. Man kann natürlich jetzt mit dieser Information machen, was man möchte. Also Stil ist nochmal eine völlig andere Sache. Das ist jetzt einfach nur, ich teile diese Gedankengänge mit euch, sodass ihr vielleicht euch ein besseres Bild machen könnt, was ihr eigentlich möchtet. Die Knöpfe finde ich an diesem Mantel sehr schön. Auch so die Taschenposition an dieser Stelle finde ich auch recht passend. Bei einigen hat man das Gefühl, also bei dem allerersten, bei dem Bogner Mantel, dass die ziemlich weit unten waren. Hier finde ich das eigentlich ziemlich passend von der Taschenposition, sehr angenehm und für meine kleine Größe auch immer noch ein Mantel, der absolut geht. Die Schulterklappen, die zeigen natürlich die Schultern ein kleines bisschen deutlicher. Ne? Die formen sie so aus, man hat hier eine Passgenauigkeit drin, also ein bisschen was Kantiges. Tut gerade auch so dieser Birnenfigur gut, so eine Art Schulter, aber wie gesagt, den würde ich dann tatsächlich eher den nächsten Mantel empfehlen. Aber gucken wir hier einfach mal weiter. Okay, dieser Mantel ist im Inneren komplett bis ganz nach unten gefüttert. Und das finde ich auch cool, denn der Stoff an sich ist so leicht, dass ein leichtes Futter schon schön ist. Ist einfach schön, sonst hätte man Papiermantel. Sonst wäre einfach zu wenig Stoff für eine Jacke für draußen. Ein bisschen was möchte man ja auch haben, dass einem ein bisschen Wärme spendet. Also ist komplett gefüttert. Wir haben hier die Gegenknöpfe.
Das heißt, das ist auch eine sehr schöne Verarbeitung. Wir haben hier nicht einfach nur die Knubbel, den Knoten vom Einnähen des Vorderknopfs. Man hat hier einen Gegenknopf. Das ist eine klasse Verarbeitung. Bei der Länge wahrscheinlich auch kein Schlitz. Nee, auch hier wieder kein Schlitz. Keine Innentaschen. Okay, geht's zum nächsten. Und dann kommen wir auch schon an bei dem Traum der Trenchmäntel. Das kommt natürlich auch ganz drauf an, was ihr mögt und was euer Stil ist, ob das für euch in Frage kommt. Denn nur weil es jedem steht, muss das nicht auch gleich gefallen. Aber mir hat dieser Mantel sehr, sehr gut gefallen für alle Figurtypen, für alle. Diese passgenauen Schultern, die stehen gerade auch zu diesem O-Typ, der keine Taille hat. Einfach so ein kleines bisschen was, ein bisschen Genauigkeit hier an der Schultern. An der Schulter ist klasse. Wir haben auch hier wieder die Gürtelchen an dem Ärmel. Es ist ein Einreiher. Einreiher sind hier auch klasse, gerade was so eine etwas längere Linie angeht. Finde ich cool. Ich merke auch jetzt schon, ich glaube, das ist S oder 36, eins davon, dass dieser Mantel ein bisschen genauer geschnitten ist. Also jetzt nicht so voluminös und groß, sondern einfach ein bisschen genauer geschnitten ist. Und trotzdem immer noch einen schönen, lockeren Trench-Charakter hat. Wir haben einen Gürtel, den ich auch hier wieder lieber binde, anstelle zu schnallen. Ich glaube, das gehört sich auch so, ne? Die Taschenposition, die ist ein kleines bisschen höher als bei dem Mantel zuvor. Immer noch ziemlich angenehm, aber man merkt ein bisschen deutlicher, dass das ein passgenauer Mantel ist. Ich habe hier auch nicht mehr so viel Bewegungsfreiheit wie bei den Raglan-Ärmeln. Das ist halt immer so, Raglan ist so was Sportliches, mehr so für die Fahrradfahrer unter euch oder für die, die sich viel bewegen, möchten die viel Bewegungsfreiheit haben. Bei diesem hier hat man es ein bisschen weniger, das spannt hinten ein bisschen. Ist trotzdem ein guter Mantel, kann man nichts gegen sagen. Einreiher ist einfach eine schöne Sache, sieht ein bisschen zurecht gemacht daraus, sage ich mal. Hier haben wir noch einen kleinen Knopf an den Taschen. Ist eine schöne Sache, sieht schick aus, aber ich glaube, die wenigsten Frauen werden diesen Knopf auch tatsächlich schließen und den dann so tragen. Ich weiß nicht, ich stelle das bei mir mal wieder fest, dass das sowieso immer offen bleibt. Und dann haben wir hier einen kleinen Knopf. Ich habe hier mein Hubbel von meinem Oberteil. Aber ich glaube, hier ist ein kleiner Knopf bei der Schulterpasse. Und das finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Es bringt einfach nochmal so eine kleine sympathische Note in die Details dieses Mantels. Und genau, was die Länge angeht. Wir haben hier ein kleines bisschen mehr Länge, so ein Stück ungefähr zu dem Mantel zuvor. Und schon finde ich diesen Mantel sehr viel machbarer für den Figurtypen A oder O oder überhaupt eigentlich alle Figurtypen, weil wir einfach hier ein bisschen mehr Proportion reinbringen können. Also für mich, weil ich ein bisschen kleiner bin, 1,60 nur, endet der ungefähr Mitte der Wade und für alle anderen ein bisschen höher. Also immer noch lang genug, dass das halt unter der Hüfte endet und das finde ich für den Mantel richtig gut, dass er ein bisschen länger ist. Okay, von der Farbe her muss man natürlich gucken, welcher Farbtyp man ist und welche Farbe einem am besten gefällt. Dieser hier ist ein bisschen mehr auf der Wintertypseite, ein bisschen kalt. Ich glaube, dunklere Farben gibt es auch. Man muss einfach gucken, welche einem dann am besten zusagt. Und dann gucken wir mal rein ins Innere. Übrigens der Kragen, der ist ja auch sehr schön. Hier haben wir nochmal Knöpfe hier unten. Verstecktes Feature. Okay, und auch dieser Mantel, der ist im Inneren komplett gefüttert. Finde ich auch gut bei einem Mantel, der ein bisschen dünner ist, sodass man einfach nochmal eine weitere Schicht hat, die Funktion mit sich bringt. Ja, jetzt kommen wir zu den zwei Modellen, von denen ich mir so viel versprochen habe, aber die wirklich nur für die Figurtypen V und H gehen, also gerade für V, die ein bisschen mehr Schultern haben, die vielleicht ein bisschen höher gewachsen sind und dann einfach mit dieser lässigen Masse gut umgehen können. Das ist ein sehr lockerer Mantel, wie ihr jetzt hier schon sehen könnt. Wir haben hier so ein bisschen Fashion an den Ärmeln, weil Schlitz und das Ganze dann hier so ein bisschen dann gelegter. Weiß nicht, wie praktisch das dann im Alltag ist, wenn man dann hier so viel Stoff baumeln hat. Ist natürlich ein Mantel, der mehr so auf der schicken Seite ist, wenn man sich einfach stilistisch ausleben möchte, der nicht so ultra viel Praktisches mit sich bringt. Trotzdem sehr, sehr schön. Ein breites Revers finde ich trotzdem auch toll. Ein Doppelreiher. Und weshalb ich diesen Mantel ausgesucht habe, ist, dass das der erste Mantel ist, der mal keinen Gürtel hat, sondern die Möglichkeit einer Anteilierung. Also man kann hier einfach so einen Knoten binden
und hat dann praktisch eine leichte Antalierung. Man kann das Ganze einstellen, wie man es möchte und muss jetzt nicht unbedingt die Linie hier an der Taille so deutlich setzen, wie es bei einem Gürtel ist. Gerade die Figurtypen, die auch Bauch haben und die einen deutlichen Bauch haben, bei denen sieht ein Gürtel, gerade wenn man so von der Seite dann drauf guckt, sieht ein Gürtel draufgesetzt wie auf einen Ballon. Das sieht ein bisschen komisch aus. Viele mögen das auch nicht. Ich persönlich mochte das früher, als ich mehr Bauch hatte, auch nicht. Da ist eine leichte Antalierung und vorne einfach ein flachfallender Stoff cooler, finde ich schon. Okay, die Taschenposition ist ziemlich weit unten. Bei mir kommen meine Arme da gerade so rein. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier diese Größe S einfach an mir immer noch zu groß ist und dass dieser Mantel einfach ziemlich groß geplant ist. Der Stoff an sich ist angenehm. Der ist total weich und fließend und die Schulter hier an dieser Stelle ist überschnitten. Also es ist eine normale Schulter, man hat hier keinen Raglan oder so. Es ist praktisch normal geplant, aber ein bisschen überschnittener, sodass man hier einen sehr weichen Effekt hat. Auch hier hat man eine Schulterklappe, die an sich immer noch mal so ein bisschen Form und Deutlichkeit mit sich bringt, aber weil der Stoff leicht ist und weil wir hier die überschnittene Schulter haben, fällt es immer noch sehr rund und sehr weich. Deswegen mehr so für den V-Typ etwas, der mit dieser Art weicher Schulter ein bisschen besser umgehen kann, sag ich mal. Okay, dann mache ich hier trotzdem mal zu, wie bei einem Bademantel, auch wenn das wahrscheinlich komisch aussieht. Ich mache es trotzdem. Der Fall ist trotzdem sehr sanft, also ich mag diesen Stoff sehr. Hinten haben wir keine Passe, das ist ein ziemlich normaler Schnitt hinten. Dafür auch hier diese zwei sehr lockeren Passen, die, wie ihr seht, so keinen Knopf haben, der sie an Ort und Stelle hält. Die sind einfach so drapiert gelegt, genauso wie diese Ärmel. Das hat alles was mit Drapierung zu tun und irgendwie wird dieses Thema der Drapierung durch den Mantel durchgelaufen. Okay, dieser Mantel ist im Inneren komplett gefüttert, von oben bis unten. Coole Sache. Wir haben sogar eine Innentasche, die wahrscheinlich niemand so richtig benutzen wird. Bei so einem leichten Stoff ist diese Tasche wahrscheinlich nicht wirklich sinnvoll. Auch hier keine Gegenknöpfe. Man sieht hier die Knubbel, wobei diese hier ziemlich sauber gehalten sind. Also gut verarbeitet, ohne dass hier irgendwas absteht, ohne dass es komisch aussieht. Klasse gemacht. Wir haben hier die langen Seitenschlitze und dieser Mantel ist an sich sehr, sehr lang geschnitten. Also gerade für die Großen unter euch, die Bock haben auf einen Mantel, der ungefähr auf untere Wadenposition endet, die einfach was Langes brauchen, um lange Röcke oder sowas damit auch kombinieren zu können. Ne? Das ist eine coole Sache. Aber an sich ist dieser Mantel für alle anderen Figurtypen schwierig. Sehr schwierig. Ich glaube, das ist wirklich ein spezieller Mantel, der Fashion ist. Ihr versteht, was ich meine. Okay, und den nächsten habe ich ausgesucht, einfach nochmal, um eine weitere Variante eines Wollmantels da zu haben, von Ivy and Oak, der zuvor war von Ted Baker. Ich habe ja ein weiteres Modell zu Hause, einen Mantel, den ich schon seit Jahren habe, auch von der gleichen Marke, Ivy and Oak. Viel, viel kleiner. Und dieser hier hat einen ziemlich krassen Bademantelcharakter, ohne jetzt zu viel zu beleidigen, aber ist einfach nicht für mich gemacht, wie man sieht. Dieser Mantel ist nicht für mich gemacht. Wir haben hier gar keine Knöpfe, nichts, womit man zumachen kann. Ist auch wieder so diese Art von Logik. Wie ist der Mantel geplant? Was glauben Leute oder Designer, wie dieser Mantel benutzt wird? So diese Tasche im Inneren zuvor bei dem Mantel, dachte ich mir, da wird doch niemand die Tasche benutzen, dann kann man die doch auch gleich weglassen. Hier auch bei so einer Art Mantel würde vermutlich niemand Knöpfe vermissen. Finde ich gut gedacht. Wie gesagt, ein bisschen Bademantelcharakter, weil es eben nur gelegt und dann hier geschnürt wird, hat aber trotzdem auch was Erhabenes. Für eine Frau, die eine etwas dunklere Farbgebung hat und ein bisschen größer gewachsen ist, für die wäre das viel, viel passender als für mich. Wir haben hier überschnittene Schultern, das ist kein Raglan. Haben wir hinten eine Passe? Ja, die hintere Passe ist sehr schön. Ich mag es immer gerne, wenn hinten eine Passe auftaucht, weil gerade die auch so für den Trenchcoat spricht. Dann die Taschenposition ist angenehm. Ein bisschen höher als bei den anderen langen Mänteln, sodass auch ich immer noch das Gefühl habe, dass ich nicht nach unten greifen muss, um an den Taschen anzukommen.
Und trotz Größe S-36 und das ist mir viel zu groß, ist die Taschenposition gut gewählt. Gucken wir mal ins Innere des Mantels. Auch hier keine Fütterung. Und das ist auch ein einlagiger Stoff, bei dem sehr, sehr simpel gearbeitet wurde. Hier sieht man die Taschenverarbeitung, die Tasche wurde einfach nur draufgesetzt, gut verarbeitet, hier kann man wirklich gar nicht meckern, aber an sich ist dieser Mantel ein sehr cleaner, schicker, simpel gedachter Mantel, der auf das Wesentliche reduziert wurde, aber gut geplant. Ja, jetzt sehe ich erst wieder, dass wir hier vorne eine kleine Passe haben, die auch hier nicht gefestigt ist, sondern einfach so ein bisschen locker da liegt und auch hier wieder diesen drapierten Charakter aufgreift. Und manchmal ist das einfach etwas sehr, sehr Schickes, wenn Kleidung sich so ein bisschen verselbstständigen kann und Stoffe einfach auch selbstständig fallen können. Ich hoffe, dass ich euch einen interessanten Überblick über das Thema Trenchcoats geben konnte, wie unterschiedliche Trenchcoats geplant sein könnten, wie die Einzelheiten an den jeweiligen Mänteln sind und für wen welcher Stil und welche Schnittführung am besten geeignet ist. Und wer von euch gerne im Detail lernen möchte, auch so was das Thema Hosen oder Röcke oder Blusen und so weiter angeht, welche dieser Kleidungsstücke eurem Figurtypen am besten passt und für euch am besten funktioniert, die können sich unten in der Infobox informieren. Ich habe hier einen Online-Kurs namens Steamagie. Dort gehe ich in die Tiefe, was all diese Details und Einzelheiten angeht, bei allen Kleidungsstücken. Da habe ich ein ganzes Modul drüber. Da könnt ihr das lernen. Aber ihr lernt in dem Kurs natürlich auch alles zum Thema Farbe und Garderobe auch zielsicher aufzubauen und mit Intention, sodass ihr wirklich auch lange zufrieden bleibt mit eurer Kleidung und einfach jedes einzelne Stück, was ihr einkauft, zum einem Lieblingsteil werden kann. Alle Infos findet ihr unten in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!